Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Der deutsche Aktienindex erobert im frühen Handel die vielbeschworene Preisschwelle von 10.000 Punkten zurück. Damit ist der gestrige Rutsch unter knapp 9.900 Punkte bereits wieder Geschichte. Nach wie vor werden selbst überschaubare Konsolidierungsbewegungen für den Einstieg genutzt. Angesichts schwacher Vorgaben aus den Vereinigten Staaten ist der Tatendrang hiesiger Marktteilnehmer umso bemerkenswerter. So waren sämtliche Leitindizes jenseits des Atlantiks hinter teilweise dunkelroten Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Die Technologiebörse Nasdaq präsentierte zum Handelsende einen Abschlag von rund 1,2%. Der S&P schloss wiederum mit einem Minus von 0,7%. Zur Stunde notiert der DAX bei 10.026 Punkten 0,6% fester. Das bisherige Allzeithoch bei rund 10.050 Zählern ist somit in unmittelbarer Schlagdistanz. Während der heimische Leitindex oberhalb besagten Rekordstandes charttechnisches Neuland betritt, sichern im Falle neuerlicher Rücksetzer Supportzonen im Bereich von 9.825 und 9.520 Treffern ab. Der Euro verbilligt sich dagegen um 0,3% auf 1,2438 US-Dollar. Gold gibt dagegen um 1,1% auf momentan 1.198 US-Dollar pro Unze nach.